Hey, Six on in the Mix und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Teil 2. Heute haben wir es den 9. Januar 2024. Folgt mir auf diese Reise. Im letzten Video habt ihr ja schon gesehen, wie leer das Ganze ist. Hier wurde abgesperrt, wie ihr seht. Und die ganzen Trecker und die ganzen Bauer sind weg. Einfach nur weg. Die Situation scheint so, als wäre das ein Flop. In den Medien so hochgeschaukelt worden. Und jetzt bin ich hier, ist hier absolut nichts los. Bei minus 6 Grad. Keine Bauern. Sehr viele wahrscheinlich nach Hause gefahren, um ihre Milch zu melken. Keine Ahnung. Und die meisten sind einfach nur weg. Verzeihung, hätten sie auch viel mehr erwartet? Keine Ahnung. Ja? Achso, sie sind gar nicht deswegen gar nicht da. Okay, alles klar. Schönen Tag, Abend. Ja, und es scheint so, als würde die Politik, die jetzige Politik, gewonnen haben. Mehr kann ich mir gerade jetzt nicht im Moment vorstellen. Es ist schweinekalt. Ich nehme mal ganz kurz die Brille ab, es reicht. Die hatte ich im letzten Video an. Es scheint so, als wäre das Ganze sehr frustrierend. Die Bauern wirken auch sehr frustrierend. Es ist tot. Es ist kein Schwanz da. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie kalt es ist. Es ist schweinekalt hier. Das ist mein zweites Video für heute Abend. Wir laufen an den Trackern vorbei. Selbst die Fahrer, die Bauer sind weg. Wahrscheinlich im Hotel. Die Trucks hier. Die Trecker stehen hier repräsentativ trotzdem weiter hier. Ich habe spezielle teure Handschuhe an vom Tigathlon, habe ich mir zugelegt, und es ist trotzdem kalt. Thermoshandschuhe von innen, trotzdem kalt. Und ja, die Bauer hier mit den Trackern. Ja, was soll ich dazu sagen, Freunde? Sieht nicht rosig aus. Da sehen wir noch einen kleinen Kissen im Traktor drin. Da schlafen sie auch. Einige von ihnen schlafen wirklich hier. Einige gehen ins Hotel. Und sehr, sehr viele sind weg. Hier ist nichts los. Demonstrativ auch nochmal Motor an. Also ich hätte viel mehr erwartet. Es scheint so, als wäre das ein Flop geworden. Als wäre das ein Flop. Ich weiß es nicht. Also es ist etwas leerer. Heute gehen wir ein bisschen auch an die Leute, auf die Leute ein. Und jetzt im Moment scheint es wirklich so, als wäre es tot. Aber ich habe mir da viel mehr vorgestellt, viel mehr Radau. Tagsüber, nachtsüber. Hier Lagerfeuer, die Leute essen. Und vielleicht kann man nochmal fragen, wo der ganze Rest ist. Aber jetzt im Moment ist da wirklich nichts. Naja. Verzeihung! Verzeihung, ich habe mal eine Frage. Wo ist denn der Rest? Kommen da noch mehr Leute dazu? Ah, okay. Ach, Montag. Okay. Alles klar, danke euch, danke. Also es kommen einige noch dazu und ab Montag ist natürlich viel mehr los. Aber ich muss euch ehrlich sagen, die Verzweiflung in den Gesichtern ist natürlich deutlich zu sehen. Ne? Also hier ist wirklich gar nichts. Die Medien laufen auch herum. So, jetzt möchte der junge Mann hier auch mal mit dem Truck rüber. Naja. Bro, hier ist nichts. Absolut gar nichts. Zweiter Tag. Frustvibes auf jeden Fall. Heavy. Auf jeden Fall sehr heavy. Ja.
Schritte rüber, aber es gibt gar nichts. So, gehen wir mal kurz zwischen den Wagen, zwischen den ganzen Trucks wieder entlang und versuchen auch mit Leuten zu sprechen. Die Jungs hatten gerade zu tun. Die wollten wir jetzt nicht vollquabbeln. Hier sind Tüten, Thermoskannen, Bier, Brötchen. Man sieht's. Aber es ist leer. Ne? Es ist leer. Es ist nichts los. Als wäre das eine Kurzerscheinung gewesen. In den Medien so ein bisschen Mode. Erster, zweiter Tag und dann war vorbei. Als wäre das der erste und zweite Weihnachtstag. Und dann ist schon wieder Silvester. Da vorne noch ein paar Leute. Hier nochmal mit Holz oben drauf. Das Holz haben die selber mitgebracht, damit sie auch so die Lagerfeuer machen hier vorne. Ist auch interessant. Ein Typ mit einer Frau läuft herum und machen Fotos. Ich glaube Medien, Fotografie, was auch immer. Oh, ist das kalt, Alter. Ja, ist nix. Wir gucken mal ganz kurz auf der anderen Seite gleich. Vielleicht können wir noch mal mit ein paar Leuten reden. Hier können wir noch mal durch. Hier kommt man auch durch. Ja, hier noch mal ein paar Leute am Grillen. Mit Warnwesten und Feuer, Lagerfeuer, Kaffee, Bier, mit Holz. Polizei 1, 2, 3, 4 Streifenwagen. Ja, ich will auch gar nicht mehr so viel labern oder hier auch länger stehen. Ich glaube, das war es dann auch schon, war mit den Protesten. Mehr wird hier nicht mehr passieren. Am Montag nochmal. Und dann schauen wir mal, ob sich da auch was verändert hat. Ja, auch bei der Politik. Aber ich glaube eher nicht. Hier noch mal ein bisschen was. An den Seiten auch. Stiefel und Holz. Hi, grüß euch. Kommen da vielleicht noch mehr Leute oder war es das jetzt auch? Wir passen da mal nicht weiter. Das ist jetzt eine Mahnwache, die bis Freitag stehen soll. Ah ja, okay. Also bis zum 15. bis die große Demo hier ist. Ah, okay. Also es können auch noch mehr zukommen, wie gesagt, der abgesperrte Spur ist noch frei, da drüben ist noch was frei. Ja. Also halten wir auch noch Bauern eingeladen, wenn wir kommen möchten. Weißt du, wenn bei der Mann, bei uns bei der Atomwaffen waren da, ne? Ja. Ja, da war ich auch, genau. Ja, überall, ne? Ja. Aber, ja, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Nee, weil ich dachte, das ist ja jetzt der zweite Tag sozusagen. Gestern war ich ja auch nochmal hier. Gestern war ein bisschen mehr Radau, würde ich jetzt sagen. Ein bisschen mehr los. Aber heute scheint es so, als wäre das so irgendwie. Das ist eine Mahnwache. Die meisten mussten halt abziehen, welchen sind noch immer. Haben Ackerversorgung, Familienversorgung, was müssen wieder zurück. Tiereversorgung. So, und die hier bleiben komplett hier. Und die halten halt hier, das ist eine Mahnwache und halten erstmal bis am nächsten. Das ist ein General, große Mobile zusammenläuft, bleiben jetzt hier. Okay, okay. Also das doch dann alles nur am Montag sozusagen. Da ist der nächste große. Also die nächste große Aktion. Solange wird das erstmal hier mehr oder weniger nicht weiter. Das ist als Mahnwache angemeldet. Ah ja, okay, weil ich dachte, ich würde nochmal richtig schön Action geben. Nein, mit mehreren Leuten. Okay. Gibt gar nichts. Hier ist gar nichts mehr. Das sieht schon so frustrierend aus, ne? So ein bisschen ruhig, als wäre das alles. Ja, was soll der machen? Was die Bauern dann hier machen die ganze Woche. Ich sag mal, die können ja nur jetzt hier einfach nur Präsenz zeigen und. Ja. Verstehe, nee, klar, verständlich. Es ist auch ziemlich kalt, ne? Also minus 6 und so eine Scheiße. Heute morgen war minus 11, also ich dachte, ich bin wach geworden, guck mein Handy, guck auf Temperatur, gestern mal bei der Fetus-Team ist den Arsch abgefroren und die Finger und dann dachte ich mir so, ich war schon halb 6 hier. Wow, achso, du bist selber kein Bauer, du bist einfach nur hier aus Berlin und dann... Ich bin Streamer, ich bin selber Streamer. Achso, du machst das selber nicht. Okay. Liebe Kevin Nice, ich sag mal, ich habe ja letztlich auch am 18., wo die Bauer-Demo war, gestern habe ich gestreamt. Okay. Von Anfang bis Ende über 100.000 Klicks, also... Stark. Sehr stark.
Cool. Heute wollte ich mal kurz hier, und halt kurz, sag mal, erst habe ich hier ein Kurzvideo gemacht, einfach nur Zwischenstand, Mahnwache, aber nicht auf diese Länge gezogen, einfach nur zeigen, was ist. Zwischenstand zeigen. Ja, klar, so ein Update. Ja, genau, und das sehe ich ganz normal privat hier und dann hier sind. Ja, ist ja easy. Nach der Arbeit sozusagen. Ja. Cool, danke dir auf jeden Fall. Ja. Dankeschön. Schönen Abend hier. Und ja, ich mache nochmal meine Runde. Dann hat sich das auch erledigt. Ne? Nee, weil ich dachte bloß, es war so viel Wind gemacht worden. Online gab es so viel Wind. Dachte ich, dass es dann jeden Tag so ist. Aber das ist dann wirklich dann doch schon ein bisschen ruhiger. Ja. Würde die Tage so bleiben, weil ich gucke, ich vermute, das ist eine Schätzung meinerseits. Also es kann sein, dass der eine Bauer mehr oder weniger dazukommt, der eine abbaut, und dann, keine Ahnung, kann alles wirklich so sein. Okay. Ich kenne ja die Verpflichtung derjenigen Bauern jetzt. Aber so richtig Power gibt es dann wahrscheinlich am Montag. Genau, das ist okay. Der Stich. Und solange wird es bis dahin, wird es jetzt hier nur eine Dauermahnwache geben. Okay, und alle kommen dann nach Berlin, weil ich gucke keine Medien, ich gucke kein Fernsehen, das ist schon seit Jahren. Das ist die Planung. Und alle kommen dann nach Berlin oder ist deutschlandweit wieder? Na, das ist der Plan, dass alle Bauern und unsere städtischen Militäre etc. nach Berlin kommen Ah ja, okay, dann kommen. Wenn wir wirklich kommen, sind wir natürlich nicht, aber es wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein heftiges Ding. Okay, ja, dann ist klar, dann schauen wir mal auf jeden Fall. Nochmal eine letzte Frage. Kommt dir das aber trotzdem so vor, als wäre das Ganze jetzt ein Flop, obwohl es medial so ein Krass nicht? Ja, gut, vielleicht. Ich meine, was sollen wir denn machen? Sollen die jetzt einen riesen Aufriss machen? Sollen die jetzt eine riesen Welle machen? Die müssen ist ja richtig. Da muss ja alles friedlich bleiben, die müssen sich an Auflagen halten. Richtig, ja. Ansonsten müssen die auch, guck mal, da sitzen drei Banden, das vier Banden teilweise voll besetzt, die sitzen sich da die Beine drauf, die passen obwohl auf, der alles entspannt ist. Ja. Da denke ich mir doch auch so, sag mal, ein, zwei Streifenwagen mit ein, zwei Beamten hätten auch getan. Würde reichen, ja. Ich meine, nur falls kann man ja immer noch Verstärkung rufen. Richtig. Bei den Bauern sind doch voll nett. Ja, die tun auch voll entspannt. Ja. Ich meine, das ist ja kein schwarz vermummter radikaler Mob, der hier irgendwie krampiert. Ja. Nee, ist entspannt, die Lage ist cool. Die haben ihr eigenes Holz mit, schon interessant. Ja, das ist noch gut drauf. Ja. Cool, danke dir auf jeden Fall für die Unterhaltung. Danke dir. Schönen Abend, danke dir. Mach's gut. Auch selber Streamer, ein sehr cooler Typ. Hier nochmal eine Frau an der Seite, die ein bisschen Kaffee irgendwie den Bauern gibt. Muss man mal fragen, vielleicht hat sie. Vielleicht gehört sie auch dazu oder sie macht das auch vielleicht privat. Vielleicht macht sie das sogar privat, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist hier die Polizei, obwohl ein Streifenwagen ausreichen würde. Gut, die Steuern müssen ja irgendwo hin. Ja. Verzeihung, ich will sie nicht direkt filmen, aber ich wollte sie fragen, machen sie das jetzt privat von sich aus? Ja. Ah ja, okay. Sehr, sehr interessant. Wow, okay. Also Berliner haben doch noch Herz, ja? Weil normalerweise kommen auch Berliner, aber heute ist irgendwie keiner da, wa? Außer jetzt ein paar Berliner an der Ecke. Wow. Und das ist jetzt eine Suppe oder was machen die da? Linsensuppe. Oh, echt, aber ja? Aber ich habe keine Löffel. Du kannst ja so schlüpfen, wenn du Dankeschön. Löffel haben möchtest. Oh, wow. Die Frau ist sehr nett. Dankeschön. Ja, also ich meine, denken Sie lieber an die Bauer erstmal. Naja. Dankeschön, das ist sehr, sehr nett. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Vielleicht nur in die Tasche. Vielleicht kann ich das dann so kombinieren. Dankeschön. Ich habe hier einfach eine Linsensuppe bekommen von der lieben Frau hier. Sehr interessant. Die Polizei denkt sich, was ist... Ich komme aus Berlin. Ja, selber. Ich mache Videos und wollte einfach mal die Lage hier so ein bisschen checken, was hier so läuft. Der zweite Tag ist ein bisschen leerer, finde ich. Danke, sehr, sehr nett. Jetzt komme ich hier, J6, auf YouTube und TikTok. Genau, okay. Ich mache zwei Sachen. Also YouTube ist eher so informatives Zeug, auch so Leute, so sagen wir mal ab 25, interessieren sich dafür. Und TikTok ist eher so für die jüngere Generation. Da ist halt nichts Intellektuelles dabei. Ist eher so Comedy und Scheiße. Ja. Nein, ich habe nicht gesagt, dass sie alt sind. Ich kann die Stange ja für die halten, müssen wir sagen, in welche Richtung. Ah ja, warum nicht? Genau, dankeschön, ja. Danke. So, ja, so zum Beispiel, ja, danke. So. Du kannst ja mal so. Nee, ich bin nicht drauf. Nee, so in die Richtung. Ich bin drauf. Schau mal. Siehst du mich? Ich bin drauf. Ach so. Wenn du das so hältst. Ja, genau. Ja, allerdings. So, wir haben jetzt die Suppe bekommen von der jungen Dame. Schau mal. Ja. Muss ich schlürfen. Jetzt bin ich hier und esse wie ein richtiger Bauer. Denk an das Brot, was du in der Tasche hast. Auf jeden Fall. Interessant. Dankeschön, Dankeschön. Und Sie können die heute kommen. Ja? Ja, ja. Ich bin aus Solidarität mitgekommen, damit sie nicht alleine ist. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Ja. Der junge Mann wurde zum Kameramann. Ja. Hätten Sie damals gedacht?
dass sie irgendwann mal die Kameraführung machen? Mit Sicherheit nicht. Nee. Freunde, ja. Das müsst ihr erstmal nachmachen. Die Frau hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Das wollen wir mal gucken, lecker, wie sie schöpft hier, ob sie das kann? Ja, danke. Oh, Löffel hast du nicht. Sehr lecker. Leider nicht. Reibefülle kannst du mir noch reinpacken. Na klar. Ja, du nimmst jetzt alle nur über das Handy auf. Ja? Genau. Heute brauchst du keine Kamera. Das Handy kann auch so viel wie die Kamera. Und sogar noch besser. Ich habe auch ein schönes Handy, aber kann nur damit telefonieren, aber ich zu doof bin. Okay. Du 34. Ja gut, sie machen ja keine Reportage. Und brauchen sie dann auch nicht, Gesicht. Von daher. Ist ja nett. Guck mal, von Leuten. Boah, schmeckt echt sehr gut. Ich koste nur den Rest. Die Linsensuppe ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Die kommt gerade sehr cool. Hat ja extra also, früher Feierabend gemacht, damit sie Linsensuppe kochen kann. Ihr seid wirklich super. Also, da muss man echt sagen. Freunde. Ja, ihr seid ja auch so super, dass er mal aufmuckt hier. Sehr, sehr cool. Wirklich. Sehr, sehr nett. Die Leute sind sehr solidarisch und sind sehr, sehr miteinander zusammen hier. Sehr, sehr cool. Also, es wurde hier so viel Essen hergebracht, dass wir heute früh Traktoren und mit LKWs zum Bahnhof zugefahren sind und haben quasi das, was eigentlich viel zu viel war, weil wir uns nicht wegschmeißen, zu den Obdachlosen gebracht. Ja, finde ich auch gut. Da werden die auch mal satt. Da unten sind noch ein paar Leute. Soll ich denen Bescheid sagen? Oder kommen noch mehr dazu? Vielleicht mal so draufhalten, genau. Da kommen noch mehr dazu. Danke dir. Ich bin gleich fertig. Ja, kein Problem. Du musst nur sagen, in welche Richtung das gehen soll. Ja, wenn die herkommen, lass sie doch herkommen. Schick sie her, hier ist besser. Dann haben wir einen festen Standpunkt. Ja. Logisch. Musst du dann hin und her fahren. Das ist ja cool. Nein. Interessant, jetzt kommt noch mehr dazu. Mit dem Kollegen habe ich mich gerade unterhalten, auch sehr nett. Ich habe den Polizisten eben schon mal wieder angeboten, aber die wollten nicht. Die haben gesagt, die sind schon versorgt. Ah, okay, sie dürfen nichts annehmen, glaube ich. Achso, so weit habe ich noch nicht gedacht. Da hast du halt nur lächeln mal ein bisschen. Ja. Guck mal, da kommt noch ein junger Mann. Ja. 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 Leute. Boah, die Suppe ist echt. Hast du deinen eigenen Löffel? Dann musst du das Ding trinken. Ja, trinke ich doch. Danke. Guten. Gute Unterstützung, danke euch. Ja, keine Ursache. Machen wir gern. Man ist immer froh, wenn man sagen kann, man ist auch als Unterstützung hier und dann, dass wir nicht alleine hier stehen. Ja, ist klar. Alleine hier zu stehen ist immer schlecht. Ja, man, für solche Sachen braucht man doch Akzeptanz, ja? Und Unterstützung. Danke dir. Das ist sehr, sehr nett. Hast du eine? Ja. So, eine Linsensuppe. Die zwei jungen Männer haben sich auch bedankt gerade. Wirklich sehr, sehr nett von der Dame hier, die das Ganze auch hier für die Leute macht, ehrenamtlich. Heftig. Ich bin jetzt auch fertig. Die Linsensuppe war sehr, sehr gut. Vielleicht können wir ein bisschen Werbung machen. Vielleicht hat sie einen Laden oder so. Ja, also wirklich sehr, sehr cool. Nee, ich meine so, vielleicht hat sie irgendwie ein Geschäft selber. Und da kann man irgendwie die Straße dazu sagen. Ja, und haben Sie selber auch ein Restaurant oder irgendwie was in die Richtung? Ah, nee, das machen Sie einfach so. Ich bin eigentlich eine Friseurmeisterin. Ah, ja, okay. Okay. Ich dachte, wir tun mal einen Gefallen. Ja, machen Sie mal Werbung so ein bisschen. Wo können Sie die Leute, keine Ahnung, zu Ihnen kommen oder was? Backshop, Twins Backshop in der Pischelsdorfer Straße. Mhm. Da können Sie zum Essen gerne kommen, weil da haben wir die Linsensuppe vorbereitet mit meiner Freundin zusammen. Aha. Und ich bin nebenan der Friseur. Ah ja, okay, krass. Spezialisiert nur auf da. Ah, wow. Und das ist mein Ausbilder, der Herr Müller. Ah ja, das ist doch der Chef von Jürgen Müller. Ah ja, alles klar, sehr interessant. Danke euch auf jeden Fall. Für danke diese auch, nette Geste, dass ihr da seid, dass ihr für uns sorgt. Ich glaube, ihr wollt auch eine Suppe haben noch, oder? Heftig, Freunde. Nein, nur komm ran hier. Also die Leute machen hier wirklich krasse Sachen. Die achten aufeinander. Und der Polizei wurde ja auch schon was angeboten, aber die dürfen nichts annehmen. Ja. Ja, da kommt noch mehr dazu. Holen Sie auf jeden Fall Ihre Linsensuppe ab. Ja. Also ich wurde auch gleich mit, keine Ahnung. Ich habe auch was bekommen, obwohl ich hier nicht der Bauer bin. Dumme Frage, muss das sein, wir filmen uns wie ab im Zoo. Ganz bitte? Ehrlich. Muss das sein? Achso, nee, wir filmen ja gerade, wie die Frau irgendwie auf was verteilt. Aber langsam fühlt man sich, bei so vielen Kameras fühlt man sich wie ein Affe im Zoo. Verstehe. Ja? Ja, sorry. Ja. Ist ja auch überall in den Medien sowas, ne? Öffentlicher Raum.
Ja. Ich glaube, den Herren hat es jetzt nicht gefallen. Dann gehen wir mal weg von hier. Alles klar. Ich danke euch nochmal, ja? Dankeschön. Tschüss. War sehr nett. Tschüss. Warum er direkt mich anspricht und nicht den Herrn neben mir. Na gut, er hat seine Gründe. Ja. Ich glaube nicht, dass er rechts war. Wir gehen weiter. Ja. Wir gehen jetzt weiter. Und die Suppe war sehr gut. Ich glaube, der junge Mann war ein bisschen gestresst. Wie gesagt, der Frust ist auf jeden Fall in der Luft. Klar hat er keinen Bock, jetzt ständig gefilmt zu werden. Aber ich bin im Recht. Wir sind hier auf dem öffentlichen Raum. Ich darf hier filmen. Ich filme ihn ja nicht. Der ist auf mich zugekommen. Und laut Gesetz wäre ich jetzt im Recht trotzdem. Alles gut. Wir schmeißen mal ganz kurz das Ding hier weg. Und ja, das war's. Ihr seht, die Leute sind sehr nett. Das zum Schluss jetzt ist egal, war jetzt nicht der Rede wert. Ist alles gut. Ja, der hat ja jetzt nicht gesagt, ey Kanacke, verpiss dich, warum filmst du hier? Ja, der war ja, hat mich freundlich auch darauf hingewiesen. Alles gut, wir gehen wieder. Ja, also es gibt dann immer noch Leute, die dann so vielleicht ein bisschen empfindlicher sind. Gut, es sind Bauern aus, keine Ahnung, wer er kommt. Er kennt das wahrscheinlich nicht. In Berlin ist ein bisschen anders. Berlin ist sehr offen. Berlin ist sehr, sehr herzlich. Und ja, und Berlin ist bunt. Wahrscheinlich ist ihm wahrscheinlich zu viel gewesen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, der Kollege war kein Nazi oder Rechter. Alles gut. Die Leute, die hier gerade auch zuschauen, sollen sich jetzt nicht aufregen, weil ich jetzt solche Sachen, solche Aussagen tätige. Er war keiner, sage ich, ja. Also. So. Guten Abend. Hallo. Einer der Bauer hier auch? Oder einer, der aus Berlin kommt? Aber so lange, also so weit, so gut, haben mich die Leute sehr gut akzeptiert und sehr viele gucken mir auch zu und feiern einen auch. Ich mache ja auch nichts Böses. Ja, ich zeige ja nur das, was wirklich hier abgeht. Das war's, Freunde. Ich bin durch. Das war wieder ein weiteres Video. Ja, hier ist nichts. Ist jetzt nur so eine Art Mannwache hier. Die Leute sind jetzt da. Viel mehr passiert hier nicht. Und dass der junge Mann sich wie ein Affe im Zoo fühlt, dafür kann ich nichts. Er ist hierher gekommen. Ja, er hat das auf sich genommen. Und ich zeige ja auch nur und unterstütze sie auch nur dabei. Klar, mache ich Videos. Aber ich zeige ja auch nur, was hier los ist. Mehr oder weniger. Ja, muss man auch in Kauf nehmen, dass man hier gefilmt wird. Hier kommen ja auch RTL und Bild kommen ja auch her und machen die Aufnahmen. Dann soll er halt nicht bei mir so aufmucken, ja? Aber ist ja nicht schlimm. Das war's. Umso länger das Video geht, umso mehr Scheiße kommt dabei raus. Danke euch fürs Zugucken. Mein Name ist J6, Six All in the Mix. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sind morgen wieder hier. Immer mindestens 2 Videos am Tage von hier aus. Haut rein. Berlin Mitte, Brandenburger Tor. Mal sehen, bis Montag, was hier alles nur so passiert. Ich halte euch auf den Laufenden, die ganzen Updates täglich. Peace.